Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 und dem Beagle. Same procedure like letzte Woche. Es werden 20 Minuten Folgen werden. Ich bin generell froh, dass ich überhaupt zum Aufnehmen komme, aber ja, mein Elan ist immer noch vollkommen wie weggeblasen. Ich bin immer froh, wenn ich ein bisschen was schaffe an Aufnehmen im Moment. Ich habe eigentlich jetzt zum Beispiel letzte Woche fast gar nichts gemacht. Lieber 8 Staffeln Game of Thrones gammelnd auf der Couch geguckt, als überhaupt zu zocken. Ich habe ein bisschen Silent Hill 3 gezockt. War jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee, sich ein Horrorspiel auszusuchen. Wenn man eh kein Elan zum Zocken hat, aber ja. Und bevor ich euch aber gar nichts liefere, dachte ich mir, bleibt es halt bei 20 Minuten Folgen. Wir haben letztes Mal den Vorhang aufgemacht und ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Vorhang, habe ich recht. Ganz bestimmt sogar, ne? Aber ich will die erst gerne töten. Oder ist das jetzt so ein Ding der Unmöglichkeit? Ich befürchte, dass es so ein Ding der Unmöglichkeit ist. Kann sie nicht? Doch, kann sie. Nein! Dankeschön. Oh, du hast was für mich. Ich bin fasziniert von mir selbst, dass ich die Steuerung nicht immer wieder vergesse. Was blitzt denn da ständig durch das Bild? Was? Ach so, hi. Nein! Kommt der mir jetzt nach? Tu dir keinen Zwang an. Ich bin wieder zurück auf die alte Grafik gegangen. Na! Und erst kriege ich den von hier? Ja. Seht ihr, dann habe ich sogar was Schlaueres gemacht als gerade. Also alles gut. Ich wollte extra nicht ins Loch fallen. Hat nicht so geklappt. Wieso liegt hier eigentlich Munition rum? Mhm. Aha, sagt sie. Aha. Verdammt. Mhm. Und auch noch. Okay. Ich glaube eher, dass der Hund mich sehr groß getroffen hat. Und ja, was soll ich sagen, ne? Nun denn, so ist das wohl. Da habe ich mich noch gerade gefrönt, dass ich den von hier platt gemacht habe. Und das hat mir einfach gar nichts gebracht. Wo ist er denn jetzt hin, Mister? Ich baller dir die Birne weg. Und dann gehe ich halt wieder rüber. Aber diesmal muss ich schlauer machen. Habe ich vielleicht... Ach so, ja gut. Ob die wohl reichen werden, das ganze Let's Play über? Oh Gott, du bist doch ein purer Penner. So nicht. Nimm mal. Ich weiß nicht, warum die da liegen, aber nimm mal. So, und jetzt... Oh Gott, nein, 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 auch. Ah, diese Penunsen, ey. Naja. Hast du was für mich? Irgendwas? Ein Medipack zum Beispiel. Der hat was für mich. Was hat er denn für mich? Ein kleines Medipack? Mhm. Ja, ein kleines Medipack. Sehr schön. Ich erinnere mich an diesen Raum vage und ich erinnere mich, dass man hier Sachen ziehen konnte. Ja. Gehen wir jetzt nochmal? Achso. Drücken oder ziehen? Ich glaube ziehen. Die klingt immer so ein bisschen, als würde sie sich mit den Nacken brechen, ne? So. Oh, ich kann da hoch. Da ist ein Schalter. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Schalter schon betätigen möchte. Übrigens sind wir schon beim Bohrturm angekommen.
Ein Level, auf das ich mich nicht ganz so sehr freue, weil waffenlos und so. Aber dafür kommt dann noch das Wrack der Santa Maria? Wrack der irgendwas Maria? Das wiederum finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Bringt mir das was? Außer gar nichts? Das bringt mir gar nichts. Außer, dass ich auf den Kisten rumgurken kann. Ich sollte mich aber mal hier umsehen, bevor ich wildtrödelnd hier... Hier ist eine Wand. Das war Busen-Content und ihr habt es kaum mitbekommen. Naja. Gib Fackel. Ich sehe nämlich nichts. Aha. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als den Schalter zu betätigen. Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit, weil auf Zeit bin ich immer sehr schlecht bei solchen Schalterrätseln. Ich meine ja nur. Und jetzt? Und jetzt? Hat sich hier irgendwas getan? Leute, hat sich hier irgendwas verändert? Trollt sie mich? Okay, was? Was? Ja, ich tue lustige Dinge hier wieder. Upsala. Mrs. Croft, warum tun Sie das? Ja gut, weil ich dir per Steuerung gesagt habe, aber das wollte ich dir per Steuerung eigentlich gar nicht sagen. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass vielleicht sich hier oben was geändert hat. Warum will sie nicht hoch? Mrs. Croft! Ach so. Ja. Hat sich hier oben denn mal... Doch, das hier ist doch aufgegangen, oder? Indeed, it is. Ich kann schwören, das war nämlich noch nicht auf... Seht ihr diesen schicken Kronleuchter da? Okay. Sehr schicker Kronleuchter, muss ich schon sagen. Ich gehe jetzt extra mal langsamer hier, weil... Ich sollte eventuell auch mal wieder speichern. Seems like a good idea! Was ist denn darunter? Ist jetzt die Frage aller Fragen. Oder muss ich eher da hoch? Ich glaube, ich muss eher da hoch. Oder muss ich da runter? Ich probiere es mal aus. Ich habe ja gespeichert. Weil wenn da Rattis sind, war ich da unten noch nicht. Ich kann hier aber auch nichts schieben. Es ist einfach ein Nichts. Beschreiben Sie die Neuauflage von Tomb Raider 2. Es ist sehr dunkel. Schieben kann ich hier nichts, ne? Nee. Dann ist dieses Loch einfach nur da, um mich zu ärgern. Na dann. Achso, hier ist auch noch ein Hebel. Oh, okay. So nicht. Okay. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich nicht da hoch muss. So, jetzt speichere ich. Ach. Ich drücke mal den falschen Knopf zum Speichern, weil, Oh, ich bin schon wieder ganz nach da oben angekommen.
Leute, das Opernhaus war so lang, dass wir einmal einen kompletten Speicherdings hier aufgebraucht haben. Krass, ne? Habe ich denn eigentlich alle Drachen? Jo, habe ich. Gut. Dann ist alles gut. Ihr macht doch, Mrs. Croft. Machen Sie doch. Oh Gott, was? Das sieht sehr schmerzhaft aus. Bin ich ehrlich mit euch? Das sah furchtbar schmerzhaft aus. Nun, kann ich den nicht irgendwie zum Absturz bringen oder so? Weil wie soll ich an dem vorbei? Oh Gott. So. Ach du Scheiße, ne? Mich dünkt, dass ich hier sterben werde und das nicht nur einmal. Kann ich da runter oder muss ich da rüberspringen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen, ne? Ich kann gucken, dass ich Anlauf nehme. Aber, boah, so viel Anlauf ist nicht drin. Hat funktioniert. Oh Gott, das ist ein Boss. Wo? Aua. Ah, oh Gott, was passiert hier? Schieß doch weiter auf ihn. Der Typ ist nämlich ein bisschen stärker als wir, Mrs. Croft. Muss ich vielleicht gar nicht hier oben lang? Da sind noch Hunde. Kommen die zu mir, die Hunde? Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Sind die. Das ist zu viel für Lara, oder? Warum. Wie sieht sie nicht an? Euer Herrchen ist tot, ne? Das macht euch wütend. Ich kann es sogar irgendwo verstehen. Ich will da nicht runter, solange die. Was wohl dazu? Aber wartet mal. Ich habe eine brillante Idee. Oh Gott, nein. Oh, Leute, was? Ach so, ich hätte gar nicht darüber gemusst. Okay. Aber was muss ich denn jetzt machen, wenn ich nicht darüber gemusst hätte? Aha. Okay. Ach so, auf die Kisten soll ich klettern, den höchsten Kistenstapel. Sie gelangt schließlich zu einem Wandschalter. Ach so, na dann. Was hast du denn verloren, Kumpel? Granados hat er verloren. Oh, hier soll ich hin. Au, was? Wer? Wo? Ah, da unten. Wo ist er? Ich höre ihn doch noch. Er lebt noch. Er hat auch was fallen lassen. Penner, ey. Kann ich auch direkt nehmen. Mich hier beim Klettern stören, also wirklich. Kein Benehmen, Bertolis Männer hier. Kein ein bisschen Benehmen. Kein bisschen Benehmen, Leute. Ich muss echt darüber? Nee, oder? Ja, Leute, so macht man das. Ganz sicher sogar. Ich sehe schon wieder nichts. Das ist Wahnsinn. Nein, nein! Ich sollte jetzt eine Sonderlänge bei meiner Heilung kriegen, weil ich über den Punkt hinaus Dinge genommen habe, die ich nicht nehmen musste. Man ja nur, ne?
Aber wo muss ich hin? Irgendwo hier soll ein Schalter sein. So viel steht fest. Nein! Au! Wenn ich gleich da drüben stehe, speichere ich einmal. Wenn ich hier stehe, hier so. Ja, hier ist eine gute Position zum Speichern. Das sieht alles ein bisschen... Ich glaube, ich sehe den Schalter da hinten. Kann das ist? Oder ist das eine Halluzination meinerseits? Nee, das ist ein Schalter. Ich sehe ihn. Gut, dann weiß ich, wo ich hin muss. Okay, wie mache ich? Kann ich einen Schrägsprung machen? Weiß es nicht. Wir testen es mal. Vermutlich springe ich total umständlich darüber, aber Hauptsache, ich muss nicht mit diesen Kisten in Berührung kommen. Und speichern. Kein Bock, zu viel nachzu. Was schaffe ich den Sprung ohne Anlauf? Ich glaube nicht. Ah, doch, okay. Warum ist da oben ein... Ach, ist okay. Wo sind sie denn? Aber hier irgendwo. Hinter mir? Wie kommst du denn hinter mir? Na komm, gib her. Mhm. Aha. Die nehmen mir sowieso wieder alles weg, ne? Ist hier noch irgendjemand, den ich töten muss? Oder reicht es, wenn ich jetzt hier... Meine lieben Leute, das war das Opernhaus. Ganz bestimmt. Aber irgendwie ist es jetzt doch nicht dasselbe, oder? Du solltest deine Zunge besser hüten, Fabio. Ist dir nur so ein Gefühl. Ah, ich liebe die Musik. Aber vielleicht machst du einen Fehler, dort zu suchen. Ist dein Glaube so schwach? Entspann. Tief durch. Das Gefühl, Fabio, ist nur eine Flamme im Wind. Es kann mutig flackern, aber nicht erleuchten. Als mein Vater uns verließ, ist er klar, rief mir, dass er die Erleuchtung gefunden hat. Er wurde von etwas geleitet, das größer war als nur eine Eingebung. Er besaß den Seraphim, aber er war nur ein Jünger des großen Plans. Er fand den Tod, als er den Weg für den einen, seinen Sohn, bereitete. Verstehst du? Hab Vertrauen, Fabio, und lass dich nicht von Gefühlen leiten. Wir suchen schon am richtigen Ort. Du hast recht. Ich glaube daran, Marco. Gut. Eros, hast du das Geländer schon repariert? Sie! Via Caravelli, Venedig. Ja, ich habe gerade gemerkt, mein Sound ist viel zu leise für Tomb Raider. Ich hoffe, ich muss mal gucken, vielleicht durch Camtasia, weil die Stimmen waren schon sehr, sehr leise. Aber auch so. Oh, es geht weiter direkt in der Zwischensequenz. Upsala. Ja, 1998 war das der Hip in Zwischensequenzen, muss man einfach so sagen, ne?
die Bohrturminsel und wir haben ab jetzt gar nichts mehr. Das ist so beruhigend. Aber wie passend, da machen wir nächste Folge nämlich weiter in die Bohrturminsel oder der Bohrturm. Der Bohrturm einfach nur. Nichts. Gefundenes Secret? Nichts. Fundstücke. Okay. Nee. Kann ich irgendwo eine Statistik von allem quasi sehen? Oder vermutlich nicht. Na gut, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ach doch, ich habe meine Medkits habe ich alle. Ich habe 3000 und noch was Harpun. Aber sonst ist bei euch noch alles wacker, oder? Automatikmunition habe ich noch 6 Stück von. Da habe ich ganz schön geaßt, Leute. Da muss ich demnächst mal aufpassen. Na gut, habt einen schönen Tag und haut rein.